So, Leute, hier sind wir beim 75 Abonnenten-Special. Eigentlich wollte ich gar kein 75 Abonnenten-Special machen, aber da ich die Map genauso fertig bekommen habe, mache ich eins. Sagt nix. So, und jetzt zeige ich euch mal meine Map. Also, ja, ich renne natürlich gleich aus dem Haus raus. War klar. Ja, und sogar ist es wieder der berühmte Lachkopf von der Ripney. Ach ja. Okay. Hier erstmal der Spawn. Ihr könnt euch dann auswählen, ob ihr die Map hier im Creative spielen wollt oder im Adventure. Adventure ist halt richtig schwer für die richtigen Jump Pros hier. Und Creative für die, die noch nicht so gut springen können. Also erstmal zum Namen der Map Jungle Jump 2, ne? Ihr kennt ja sicher meine Jungle Jump Map. Und... Sorry Leute, ne? Also... ja, ihr kennt ja sicher meine Jungle Jump 2 Map. Die Jungle Jump 1 Map, Alter, mein Freund bringt mich draußen, ne? Meine Jungle Jump 1 Map. Kennt ja sicher einige von euch. Die hier ist um einiges länger, ich glaube nicht ja mal... bisschen herumfüllen hier. Wartet. Hier. Und bis darüber geht das. Und da alles. Und da hinten ist irgendwo das Ende. Wo ist denn das Ende? Irgendwo da hinten. Wartet. Haben wir gleich. Da hinten ist das Ende. So, und jetzt nochmal alles zurückfliegen. Hm? So, jetzt erstmal herzlichen Dank für 75 Abonnenten, ne? Also, wie schnell das jetzt gegangen ist auch. Ja. Ich habe die Map schon seit ein paar Tagen fertig, aber dachte ich mir einfach, komm, 75 Abonnenten Special, das passt schon. Und hier will ich euch noch was zeigen. Die sind auch auf der ganzen... Also es gibt auch Easter Eggs auf der Map. Das heißt versteckte Sachen. Und pam! Auf einmal hat man Jump Boost hier und... Bei anderen Druckplatten gibt es Speed Boost. Also da gibt es sicher irgendwie mit 5 solchen Druckplatten oder so. Auf der ganzen Map. Oder mehr. Auf jeden Fall... Ich will euch jetzt nicht zu viel spoilern. Das Ganze wird... hier auf der Map erklärt, wie die Map funktioniert und alles... Also, schaut einfach mal, wie es aussieht, wenn ihr die Map spielt. Ihr könnt mir natürlich auch Feedback da lassen, wenn ihr Verbesserungsvorschläge wisst. Und ja, ich würde mal vielen Dank für 75 Abonnenten sagen. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.